Hey Leute und willkommen auf meinem Beauty-Kanal. Heute habe ich für euch mein erstes Adventskalender-Unboxing 2018. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist alles noch schneller als sonst. Also es ist jetzt Ende September und die ersten waren schon Anfang September da. Da war es noch irgendwie 30 Grad. Ja, auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, jedes Jahr ein Unboxing zu drehen, mindestens eins. Und dieses Jahr habe ich mich entschieden, den Adventskalender von Miss Lynn zu kaufen. Ich habe ehrlich gesagt noch nie ein Produkt von Miss Lynn gehabt und deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe mir den und packe ihn natürlich vor der Kamera direkt für euch aus, dann könnt ihr den Inhalt sehen und ich mache mich dann so ein bisschen ran und teste mal die ganzen Produkte. Und wenn ihr sehen wollt, was in dem Miss Lynn Adventskalender 2018 drin ist, dann bleibt auf jeden Fall dran, hinterlasst mir auch sehr, sehr gerne ein Abo, ich würde mich total darüber freuen und ich würde sagen, wir starten direkt. Ja, und hier haben wir den Adventskalender, so sieht er aus. Er ist so groß, er passt gar nicht richtig aufs Bild. Ich hoffe, ihr könnt mich noch sehen. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich starte jetzt gleich mal mit dem ersten Türchen. Türchen Nummer 1 befindet sich gleich hier. Wir haben hier die Perfect Match Eyeshadow Palette und da sind enthalten drei verschiedene Brauntöne. Ich möchte jetzt wirklich nicht viel zu jedem einzelnen Produkt sagen, einfach weil ich euch nur den Inhalt zeigen möchte. Das wird sonst viel zu lang. Auf jeden Fall ist das hier in Türchen Nummer 1. Dann hätten wir hier Türchen Nummer 2. Hier ist drin ein Waterproof Color Liner in der Farbe 101. Das ist ein wasserfester Kajalstift. Von der Farbe her ist es so ein dunkler, bäriger lila Ton. Nummer 3. Ja, und enthalten da drin ist ein Spitzer. Juhei. Ich persönlich finde es immer blöd, wenn solche Produkte im Adventskalender drin sind. Ich persönlich würde gerne nur Kosmetikprodukte haben und keine so Accessoires. Naja. Nummer 4. Und hier drin enthalten ist ein Nagellack. Das ist der Nail Polish in der Farbe Nummer 332. Das ist ein wunderschöner, ja, so Flamingo-Pinkton. Nummer 5. Hier drin haben wir den Matte & Stay Lip Color in der Farbe 256. Das ist ein wunderschöner dunkler Rotton. Das ist typisch für Weihnachten, dass immer dunkle rote Töne drin sind. Nummer 6 ist ziemlich groß. Hier haben wir die I Love It Eyeshadow Palette. Die sieht ja wirklich mega süß aus. Nummer 7. Und es ist wieder drin ein Nagellack. Hier haben wir den Nail Polish in der Farbe Nummer 137. Das ist ein sehr, sehr schöner Korallton, ein sehr, sehr knalliger Korallton. Nummer 8. Hier haben wir den Rich Color Gloss in der Farbe Nummer 31. In der Farbe Bittersweet. Das ist auch eher so ein, ja, korallfarbener Ton. Nummer 9. Und hier haben wir jetzt wieder einen Kajalstift. Das ist der Intense Color Liner in der Farbe Nummer 61. Das ist ein ganz normaler schwarzer Kajal, so wie es aussieht. Oder dunkelbraun. Eher schwarz, würde ich sagen. Nummer 10. Und hier ist drin wieder ein Nagellack. Hier haben wir jetzt den Nail Polish in der Farbe Nummer 356. Ein sehr, sehr dunkler, bäriger Ton. Das ist übrigens die Farbe Love Affair. Nagellacke sind jetzt persönlich gar nicht mein Ding, weil ich UV-Lack benutze. Es sind zwar echt schöne Farben, aber ich benutze die leider einfach zu selten. Deswegen kann ich mich darüber jetzt nicht ganz so freuen. Nummer 11. Hier haben wir wieder einen Matte & Stay Lip Color. Diesmal in der Farbe Nummer 312. Und es ist ein sehr schöner, dunkler, pinker Lippenstift. Aber geht mehr auch so ein bisschen ins Lilane. Nummer 12. Und es ist drin wieder ein Spitzer. Ernsthaft jetzt? Das finde ich jetzt gerade nicht so toll. Nummer 13 schaut wieder nach einem Nagellack aus. Nein, es ist ein Lippenstift. Also es steht gar nicht genau drauf, welcher das genau ist. Auf jeden Fall ist es der Lipstick in der Nummer 126. Das ist ein sehr, sehr dunkler lila Ton. Nummer 14 ist ganz hier oben. Einen Liquid Eyebrow Pencil in der Farbe 01. Es ist ein flüssiger Augenbrauenstift. Für mich ist der leider nichts, weil er viel zu hell ist leider. Dann kommen wir zu Nummer 15.
haben wir den Matte Mania Blush in der Farbe Nummer 28. Vom Ton her ist es so ein zartes Nude. Ich kann es nicht richtig beschreiben. Es sieht sehr neutral aus von der Farbe her. Dann kommen wir zur Nummer 16. Und hier ist drin wieder ein Nagellack. Das ist diesmal ein Matte Mania Nail Polish in der Farbe Nummer 862. Ein sehr, sehr knalliges Pink. Farbe nennt sich My Matte Pink. Nummer 17. Hier haben wir den Shiny Lip Color. Ein glänzender Lippenstift. Aber leider steht hier nirgends irgendwie eine Farbangabe, leider. Von der Farbe her ist es auf jeden Fall auch so ein eher dunkler, beeriger Ton. Nummer 18 ist wieder ein Nagellack wahrscheinlich. Na klar, wieder ein Nagellack. Diesmal haben wir den Satin Metal Nail Polish in der Farbe Nummer 10. Das ist die Farbe Gold Plate. Dann haben wir hier das Türchen Nummer 19. Und es ist wieder eine große Palette drin. Diesmal haben wir hier die Lip Candy Palette in der Red Kiss Edition. Dann sind wir auch schon bei der Nummer 20 angelangt. Hier haben wir einen langhaftenden Augenkonturenstift. Das ist der Made to Stay Eyeliner in der Nummer 101 Country Style. Und das ist jetzt auch wieder hier so ein dunkler lila Ton. Diese Farben ziehen sich wirklich über den ganzen Adventskalender, dieses beerige und teilweise auch dieses peachige. Ja, ist auf jeden Fall eine Linie, würde ich sagen. Dann haben wir hier die Nummer 21. Hier haben wir den Highshine Duo Eyeshadow in der Farbe Angel Kiss. Dann haben wir jetzt hier schon die Nummer 22. Hier haben wir jetzt wieder einen dieser Lippenstifte wie vorhin. Und zwar ist es diesmal die Nummer 241 Darling. Und es ist wirklich ein wunderschöner, glänzender Rosenholzton, würde ich sagen, so ein Roséton. So, vorletztes Türchen. Ein Nagellack. Das ist wieder ein ganz normaler Nail Polish in der Farbe Nummer 412. Das ist die Farbe Henna Tattoo. Sieht sehr interessant aus, ist so ein goldbrauner Bronzeton, würde ich sagen. Und das letzte Türchen. Hier haben wir den Shaping Blush and Highlight Stick in der Farbe Red Rebel Glow. Also hier auf der einen Seite haben wir den Blush, auch ein sehr, sehr schöner Peach-Ton, also ist auch wieder ein Peach-Ton. Und hier auf der anderen Seite dann den Highlighter Stick. So, und das war's zu diesem Unboxing. Ich habe für den Adventskalender bezahlt bei Müller 34,95 Euro. Ich habe jetzt mal durchgerechnet, was das alles für einen Wert hat und ich bin auf ungefähr 120 Euro gekommen, was auch auf der Verpackung draufsteht. Und ja, ich hatte ein paar Schwierigkeiten, Preise zu finden. Teilweise habe ich die Produkte nicht gefunden. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob die Verpackung jetzt neu ist oder ob das neue Produkte sind oder ob das schon veraltete Produkte sind, die es jetzt nicht mehr gibt oder so. Also ich hatte teilweise Schwierigkeiten, die Produkte zu finden. Aber ja, insgesamt ungefähr 120 Euro, was ja auch wirklich in Ordnung ist. Also wenn man 35 Euro für einen Adventskalender bezahlt und hat einen Wert von über 120 Euro, dann finde ich das wirklich super. Über den Inhalt möchte ich jetzt eigentlich nicht viel sagen. Ich finde es halt doof, wenn zum Beispiel Spitzer drin sind oder so oder zu viele Nagellacke, finde ich dann auch auf Dauer ein bisschen nervig. Aber ansonsten hat mir der Kalender ganz gut gefallen und ich bin gespannt auf die ganzen Produkte und freue mich, sie auszutesten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Video wieder rein. Ich würde mich natürlich sehr freuen und wünsche euch bis dahin eine sehr, sehr schöne Zeit. Bis bald!